So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Advanced Warfare. Ja, wir haben letztes Mal Induktion abgeschlossen und gehen jetzt einfach in die nächste Mission. Und ich glaube, es könnte ein Video kommen oder ein schwarzer Bildschirm. Oder beides. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hat. Die Soundbox lassen nicht nach, genauso wie im Ghost-Teil. Private Irons, einer unserer Besten. Atlas. Arlington, Virginia, USA. Exotope Spezialist. Einsatzschild, Overdrive und Stim. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Mein Arm. Und der arme Freund, der tot ist. Ist natürlich auch nicht zu verachten. Gehen wir mal hinterher. Tut mir leid, Mitchell. Kein Problem. Will war einer der Besten. Ich weiß. Wir kümmern uns umeinander. Okay. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Ja. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Wie das? Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Hier sieht man ja auch. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Oh, ich dachte zu Atlas. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Schön, ist ein Iris. Ach, schon bin ich bei Atlas. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Spiel ist gespeichert. Und jetzt ist Joker. Ich glaube, ich habe dieses Kriechen, dieses Ducken gar nicht. Zwei auf der Terrasse. Korrigiere. Drei. Kein Problem. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Alles klar, mache ich. Ist easy. Na, habe ich sauber gemacht, oder? Wo denn? Da. Hab ihn. Okay. Zur Küche. Alles klar. Ich gehe einfach hier vorne hoch. Ist ja eh keiner zu sehen mehr. Atlas 01. Wir registrieren den Präsidenten. Äpfel. Südflügel. Oh, guck mal, die rollen sogar durch die Gegend. Geil. Wir sind drin. Und die Flasche auch hier. Oh, die geht sogar kaputt. Entschuldigung. Eine Dose. Guck mal, die Dose fliegt nicht weg, oder was? Wirf eine Warngranate. So. Eine Warngranate? Welche Taste ist denn das? Verdammt! Raum sichern!
Sehe ich auch so. Platzieren, was platzieren? An der Tür aufstellen! Wir machen das leise. Sturmladung bereit machen. Ich kann nichts machen, warum nicht? Geht doch. Raum sicher. Wie ist Mr. der denn hier? Präsident, wir sind ein Atlas-Rettungs- das sieht sehr unbequem aus. Ich glaube nicht, dass er so liegen bleibt. Zulu, Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, ja. Wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Die haben irgendwann Drohnen hier. Fußball. Tor, Tor. Dann mach auf, komm. Das ist ein Viech. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Alle? Okay. Alles okay? Ja, ja, meine Prothese will noch nicht so ganz. So, hab ich alle, oder? Stirbt einfach. Alles klar mit euch? Ich glaube, wir sind alle tot. Oh, doch nicht. Los, los! Da oben folgen, wieder oben folgen. Ich bin schon längst hier unten. Patrouille nähert sich. Runter! Echt? Okay. Steuerung zum Ducken? Ne, Ducken tut er sich nicht, er legt sich hin. Licht angreifen. Einfach vorbeilassen. Okay. Warum? Die haben wir auch noch fertig gemacht. Okay, weiter. Und wenn du es sagst. Oh Gott, Platz, yay! Nein, komm, ich schieß nicht auf die. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Was zur Hölle ist mit deinem Arm los? Ich weiß auch nicht, was mit meinem Arm los ist. Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Alles klar. Mitchell, die Tür! Ja, ja, die Tür. Mein Lock, komm mal locker hier. Los! Los, komm hier mal auf. Der Arm will nicht mehr. Schön. Ja, nur weil der Arm nicht wollte. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! War nur eine Übung. Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Alles klar. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Das Spring stimmt. Rein. Machen wir eine Tour. Na gut, komm. Ja, bei Atlas haben wir ein gutes Trainingsprogramm. Wo fahren wir jetzt hin? Einfach mal raus hier. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor.
Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Okay. Wir sind eine käufliche Supermacht. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so noch schmerzliche Art erfahren hat. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Jumptraining oder was? Das Gelände ist auch nicht gerade so klein hier, ne? Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr, Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Gute Idee. Ja, tschüss. Und ich also muss da rein. Hier drüben. Alles klar, geh vor, Gideon. Ja, renn ruhig ein bisschen, ist kein Problem. Kann ich auch. Eins hätte ich ins Herz geschlossen. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Nö, keine Sorge. Du bist so lahm, geh mal schneller. Was ist denn eigentlich in deinem Rucksack drin? Wir haben zwei Arten von Exos. Hm, Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Okay. Der Angriffsexo ist mit Boostsprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild sowie einen Overdrive. Der guckt mich gar nicht an beim Reden. Die Techniker erwarten dich. Ist egal, wo ich stehe. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Alles klar, machen wir doch, ne? Hallo, Mitchell. Hi. Sehen wir uns den Arm mal an. Ja, komm hier. Ich lege ihn hier auf den Tisch, oder was? Hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Ja, mache ich. Hier, bitteschön. Oh. Okay, oh, nee, keine, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Ja, lass mal durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. WASD, WASD. Geht? Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay. Mach du nur. Okay, nochmal bitte. WASD, WASD. Ich denke, ich erkenne das Problem. Ja. Und das wäre? Noch einmal bitte. Sieht gut aus. Alles klar. Fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Ja, das mache ich dann im nächsten Part. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Okay, dann sehen wir uns einfach dann. Bis dann. Tschüss.